produziert noch. Hast du einen Überschuss an... Wow, okay. Nimm mal mit. Die verwenden wir nicht hier, die verwenden wir mal dezent hier. 200 Stück da rein. 200 Stück da rein. Nom 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 nom. So. Das gefällt mir nicht wirklich. Man muss hier immer zu viel dran rumwerkeln. Ich glaube, selbst wenn es einigermaßen gut läuft. Ich denke, ich sollte mich wirklich auf die Basics beschränken, dass wir ein so ein Viereck haben, was nur aus Eisenplatten die Zahnräder macht. Und dann ein Viereck, das nur aus Kupferplatten Draht macht. Und dann legen wir von Hand das in die Kisten ein, weil so, ich weiß nicht. Also es funktioniert, wir haben gesehen, es produziert zigtausend rote Science-Packs. Aber das, ups. Zigtausend rote Science-Packs, aber das ist nicht das, was ich wirklich wollte. Ich will immer auch gerne ein Gefühl dafür haben, wie viel ich gerade produziere, wie viel ich gerade da habe. Und ja, es gibt eine Übersicht dafür, aber, ne? Zu den Händen halten ist schon ganz schick irgendwie. So, ich habe jetzt mal überall 100 Science-Packs reingetan. Das heißt, wir haben 800 Science-Packs. Das reicht für ein bisschen Forschung. Und hier staut es sich nicht wirklich, weil das dann alles dahin fließt. Kupferplatten fangen sich langsam an zu stauen, aber auch nicht so wirklich. Ja, okay. Stahl wollte ich. Also wir reißen die rote Produktion ab. Alles weg. So. Das war Strom. Oh, was? Zerstört, ein Drill. Unsere Kohle-Drills, wo zum Geier? Ja, du garstiges Ding. Es hat alle unsere Kohle-Drills zerstört. Von hier kam der, kam garantiert von hier. Ich guck mal weiter nach Westen. Wollte ich gerade was Neues aufbauen? Ja, Eisenbasis. Ich habe nur 13 Schuss. Ich habe keine Rüstung. Wenn die Rüstung fertig ist, kann ich mich da mal ranwagen. Das könnte nur eine kleine Basis sein. Wenn wir die jetzt vernichten, bevor die unsere ganze Umwelt verschmutzt. Ja, es ist eine Riesenbasis. Lalalalalalala, weg hier. Gut, du kannst weg, wir haben keinen Stein mehr drin. Weg, 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 weg. So, alles. Wie viel Stein ist da noch drin? Fast gar nichts. Ja, mach nochmal ein paar Steine, hol die Steine raus, bau eine Mauer. Aber 40 Mauern werden uns nicht schützen gegen das da. Das ist echt garstig. Oh ja, Mauer muss hin. Da. Ja, hoch. Hält auch nicht ewig so eine Mauer. Und wir können sie nicht komplett abdecken mit Türmen. Dafür haben wir aber nicht genug Ressourcen. Aber mit etwas Glück können wir so den Weg etwas formen, wo sie langlaufen. Oder wenn sie richtig garstig drauf sind, beißen sie in die Steinmauer. Und wir werden darüber benachrichtigt. So. Das ist echt doof mit der Base da. Ich hau hier mal einen Turm hin. In der Hoffnung, dass sie hier an der Mauer langlaufen und dann, ne? Und gib dem Turm die Hälfte meiner Muni. So. Also, schnell weiter im Text. Wir waren dabei, unsere Basis zu zerlegen. Weg. Alles weg. So, ein so ein Viererfeld. Ein so ein Viererfeld. Von da, darüber.
So. Ich habe das im Gefühl, dass ich später alles wieder umkrempeln werde und dann doch automatisieren. Aber jetzt ist es für mich irgendwie besser. Also, da bitte eins hin. Da bitte eins hin. Das ist zu viel für Zahnräder, verdammt. Aber es geht dann schnell, okay. Du mach Zahnräder. Du mach Zahnräder. Du mach Zahnräder. Du mach Zahnräder. Nehmen, geben, geben, nehmen. So. Das heißt, euch alle abbauen. Ist mir viel zu viel Gedöns, was hier rumsteht. Und es kommen fast keine grünen Science Packs an. Das ist doof, Jungs. Echt doof. Was fehlt dir? Diese komischen Krüppelarme. Du, was fehlt dir? Eisenplatten. Warum kommt da... Es kommt gar kein Eisen mehr an. Jungs, mach keinen Scheiß. Was? Hab ich die Stromversorgung gekappt hier oder war das dieser Beißer? Okay. Sehr irritierend. Alles wahllos. Ah, ich glaube, ich hatte die Stromkabel hier rüber gemacht gehabt. Ja, okay. Das erklärt es natürlich. Gut, 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 gut. Dann bau bitte ganz schnell ganz viele Greifarme. Hab ich Eisenplatten zum Handbauen? Ein paar, ja. Hier bitte 28 Stück. Und hier bitte 11 Stück. Nicht gut, nicht gut. Gar keine Forschungsmodule hier drin. Bitteschön, zwei grüne. Oh weia. Du hast gar keine rote. Oh, das ist komisch. So. Also, Zahnradproduktion. Du weg. Du weg. Wenn wir Zahnräder haben wollen, in einer überschaubaren Menge, tun wir eine Kiste hier. Sollte eine große Kiste sein. Tun wir eine Kiste hier. Die Zahnräder rein. Die Eisenplatten rein. Und hier werden die Zahnräder rausgeholt. Zahnrad. Eisenplatten. Das sind viel zu wenig Eisenplatten. So, Eisenplatten. Ich denke, das wird nicht mehr bis zur zweiten Fabrik kommen, oder? Das habe ich gesagt. Wir brauchen schnellere Förderbänder. Weil ich sehe mich gerade in der Situation, also wenn ich es wirklich so modular weiter aufbauen sollte wie jetzt. Ich sehe mich in der Situation, oh, ich brauche jetzt ganz viele Zahnräder. Also ich werde die erstmal auf Vorrat produzieren natürlich, aber irgendwann ist auch der alle, merke ich, oh, ich brauche ganz schnell Zahnräder, dann mache ich eine Kiste voll mit Eisenplatten und warte erstmal 3 Stunden, bis die Zahnräder fertig sind. Das wäre ein wenig suboptimal. Also wir brauchen schnelleres Förderband, viel schnelleres Förderband. Aber gut, weiter abbauen. Das ist das erste Modul. Zweites Modul. Wäre du weg, du weg. Ich achte jetzt immer auf die roten Punkte da links und halte das eine Ölfeld immer für Feinde, die näher kommen. Sehr irritierend. So, das weg. So, die Greifarme können ja so bleiben. Du. Also ja, eigentlich hätte fast alles vorher so bleiben können, aber ich war in Abrissstimmung. Nee, können sie nicht, weil die hatten noch Sachen in der Arme. Okay. Du, stell bitte her. Kupferdraht. Davon haben wir so verdammt wenig. Kupferdraht, 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 Kupferdraht. Ding, ding. Ding, ding. Ding, ding. Ding, ding. So, gleiches Spiel hier. Wir wollen Kupfer haben, also legen wir da drunter die Sache hier rein. Die haben keine Stromversorgung, also kriegen sie einen hässlichen Mast vorerst.
Und hier einen Inserter rein für Kupfergabel. Da. Gut, nur haben wir momentan sehr viele Kupfergabel. Zahnräder, nicht so wirklich. Das wird auch langsam was. Ich sehe es hier britzeln, sehr gut. Was fehlt momentan? Ich sehe viel zu viele Fließbänder auf den Dingen. Ja. Einmal aufräumen. Einmal von Hand nachlegen. Das sind schon wieder die Greifarme. Hier, nimm 32. Noch viel zu hoch. Greifarme. Du kannst, glaube ich, weg. Du auch. Das heißt, wir haben gleich den elektrischen Schweißbogen. Das ist sehr gut. Und nebenbei Mauern bauen. Wir haben keine Steine mehr, ne? Das ist ein dezentes Problem mit Mauern bauen, wenn man keine Steine hat. 19 Steine. Wir hatten hier unten noch irgendwo Steine. Kann echt nicht angehen. Hier. Wir hätten gerne ein Electric Drill. Für Steine. Kriegst du auch einen hässlichen Mast. Da. Achso, jemand meinte, ich könne eine Smeltery direkt daran tun. Und man kann. Oh, sehr schön. Danke. Du dahin, Kiste dahin. So, du prozessierst die Steine für die Mauer. Eisenplatten für den Privatgebrauch. Gut, gut. Kupfer. Also hier ist die Weiterverarbeitung von Eisen. Hier ist die Weiterverarbeitung von Kupfer. Hier kommt die Weiterverarbeitung von Stein hin. Und dann gucken wir weiter. Das heißt, da wo die Forschung gerade ist, müsste eigentlich Stahl hin. Aber ich bin da mal nicht so pingelig. Eigentlich bin ich schon, aber die sollte da stehen bleiben. Hier ist kein Platz mehr, ne? Aber da, Electric Furnace. Brauch 15 Stahlplatten, erstes Problem. 5 Advanced Circuits, nächstes Problem. Während wir uns mit den Problemen auseinandersetzen, was wollen wir forschen? Öl. Wäre praktisch. Aber Fließbänder sind mir gerade wichtiger. Schnelle Fließbänder und Autos. Jo. Also können wir die Advanced Circuits schon herstellen. Wir haben kein Plastik. Okay, also die Bogenschweißer, die Autosmelter, die können wir knicken, solange wir kein Öl verarbeiten können. Und das können wir einfach noch nicht. Was natürlich ein bisschen ärgerlich ist. Stahl. Stahl. Ich hätte gerne hässliche Masten. Da. Da. Das ist so doof mit den Gegnern links. Und genau das könnt ihr vermeiden, wenn ihr halt am Anfang bei der Spielerstellung das Starting Area auf größer setzt. Dann habt ihr am Anfang eh eure Ruhe. Noch einen davon herstellen. So. Hier sollen Eisenplatten verarbeitet werden zu Stahl. Ist jetzt viel zu groß, weil unsere Smelteries nicht so groß sind. Aber die elektrischen Smelter sind später, glaube ich, genauso groß wie die Fabriken. Oder ansatzweise. Dann geht sich das wieder gut auf. Da. Das heißt, hier ist noch ein Punkt, den wir später mit Kohle nachfüllen müssen. Aber ja, später. Da eine. Fürs Erste. Rein, raus. So, Kohle. Rein. Das war Kohle, okay. Eine Kiste. Eisenchest. Drunter. Hässlichen Pol drunter. Du nimmst raus. Smart Inserter holt rein. Und zwar bitte für uns Stahl.
Eisenplatten rein. 150 Stück. Das heißt, wir müssten gleich 100, nee, 30 Stahlbarren kommen da raus. Denn er braucht 5 Eisenplates, um einen Stahlbarren herzustellen. Und das dauert auch eine ganze Ecke. Also so mal eben Stahl herstellen ist nicht. So, weiter. Wo muss noch abgerissen, umgerissen, umgebaut werden? Du kommst weg, du kommst weg. Eisenplatten sammeln. Aufräumen hier. Ich habe langsam sehr viele Fließbänder. Ich stell dich mal auf aus. Du machst viel zu viele Fließbänder. Du bist am Arbeiten, hast wieder keine Greifarme. Hier eine meine. Ein paar davon. Nochmal ein paar davon. Fließbänder habe ich auch ein paar im Inventar. Sammeln sich da irgendwie an und wir können jetzt die besseren Fließbänder herstellen. Schön. Es gibt noch schnellere, die brauchen allerdings die blauen Science Packs und das ist noch eine Ecke hin. Die lassen wir also erstmal. Ich erforsche lieber das Toolbelt. Das ist ein sehr schönes Upgrade. Das sorgt nämlich dafür, dass wir hier unten mehr Platz haben und ich nicht ganz so viel im Inventar wühlen muss. So, die dahin. Darf ein paar bauen. Haben wir schon Stahl? 2 Stahlplatten. Boah. Ja, das wird eine Weile dauern. Ich hätte gerne mehr Zahnräder. So. Macht euch ran, Jungs. Und Stein abholen. Ich hoffe mal, dass ein bisschen was zusammengekommen ist, ja. 70. Das reicht für 18 Mauern. Stellen wir ein bisschen Munition noch her, ein paar Gun Turrets. Hier ist nichts sicher. Obwohl, doch, warte mal, hier ist die Mauer gleich, ne? Ja. Dann ziehen wir erstmal eine Mauer hier zwischen. Und zwar auf gleicher Höhe. Ich glaube, das bringt mehr, als da oben was zu machen. Aber bisher waren die Angriffe immer unten. Das ist so erbärmlich. Haben wir noch einen von den Drills? Gleich, ja. Hör auf, die zu bauen. 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 Bau das da. Und danach die Sachen, die ich gesagt habe. Und wir haben keinen Strom natürlich. Also ein von euch dahin. Und ihr gleich. Gleich dich davor. So. Inserter daneben. Kiste dahin. Strom. Strom. Mache ich jetzt extra schräg, damit ich später sehe, dass ich das ersetzen muss. Verbunden? Fragezeichen? Ja, müsste verbunden sein. Bist du am Arbeiten? Jo, brauchst du noch Kohle. Und es ist jetzt zappenduster, also setze ich ein, zwei Lampen hin. So, so. Oh, hier sind noch ganz viele Steine über gewesen. Sehr schön. Da. Ganz viele Mauern bauen.